Heute für euch die 8 krassesten Hackerangriffe. Viel Spaß! Nummer 8. Der Mega-Hackerangriff auf JP Morgan. Opfer eines massiv großen Hackerangriffs war im Jahre 2014 die US-Großbank JP Morgan. Rund 76 Millionen Haushalte und 7 Millionen Unternehmen seien betroffen. Demnach wurden Kundendaten wie Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen von den Servern des Kreditinstituts entwendet. Inzwischen seien die Zugriffswege jedoch identifiziert und geschlossen. Worden. Gefährdete Konten seien zudem deaktiviert und die Passwörter aller IT-Techniker geändert worden, versicherte die Sprecherin Wexler. Wer allerdings für dieses extreme Chaos gesorgt hat, möchte die Bank nicht bekannt geben. Und die Nummer 7. Ich arbeite nicht mehr zeigten 2007 zahlreiche Computer in Estland an. Dahinter steckte ein Hackerangriff auf die estnische Infrastruktur. Hacker hatten Regierungsrechner und Systeme von verschiedenen Unternehmen und Banken durch eine Flut von E-Mails überlastet. Sämtliche Internetseiten von Ministerien, dem Parlament, Medienhäusern und Geldinstituten waren nicht zu erreichen. Sogar Notfallrufnummern und Bankautomaten waren nicht funktionsfähig. Auch hier ist bis heute nicht klar, wer hinter der Attacke steckt. Vermutungen zielten damals allerdings auf eine Attacke aus Russland ab. Und die Nummer 6. In den 90ern sorgte der Hacker Kevin Mitnick dafür, dass über Jahre hinweg Computersysteme von Softwareunternehmen und Telefongesellschaften von ihm gehackt und die Konten seiner Opfer leergeräumt wurden. Für die Unternehmen entstanden Schäden in Millionenhöhe. Der Grund dafür, er lieferte sich mit einem japanischen Sicherheitsexperten eine Cyberjagd. Nachdem Mitnick versuchte, den Japaner zu hacken, begann dieser daraufhin eine Verfolgungsjagd und deckte nach einigen Wochen Mitnicks Identität auf. Der Hacker landete daraufhin im Gefängnis. Als er im Jahre 2000 wieder entlassen wurde, bekam Kevin einen adäquaten Job angeboten. Heute ist er Geschäftsführer einer Sicherheitsfirma und hat mehrere Bücher verfasst. Und die Nummer 5. Auch Burger King und Jeep wurden von Hackerangriffen nicht verschont. Nachdem sich unbekannte Hacker 2013 Zugriff auf die 2 Twitter-Accounts der Unternehmen verschafften, tweeteten sie auf der Burger King-Seite: Burger King gehört jetzt zu McDonald's, da unser Whopper gefloppt ist. Und auf der Jeep-Twitter-Seite wurde geschrieben: Es ist offiziell, wir haben die Geländewagen-Marke an den Konkurrenten Cadillac verkauft. Kurz danach traf es Twitter selbst. Die Hacker erbeuteten ungefähr 250.000 Nutzerdaten des Social-Media-Dienstes. Darunter könnten Nutzernamen, E-Mail-Adressen und verschlüsselte Passwörter sein. Als Sicherheitsmaßnahme setzte Twitter die Passwörter der betroffenen Accounts zurück. Und die Nummer 4. Im Jahre 2014 ereignete sich außerdem eine Bedrohung aller Energieunternehmen. Ein Spezialvirus namens Energetic Bear legte gut 20 Monate lang die Kontrollsysteme deutscher und amerikanischer Energieunternehmen lahm. Die Malware ähnelt Stuxnet, ein Computerwurm, der von den USA und Israel genutzt wurde, um Irans Atomanlage bei Natanz anzugreifen. Laut Symantec, einem amerikanischen Unternehmen für Cybersicherheit, könnte der Virus aus Osteuropa kommen und möglicherweise staatlich unterstützt worden sein. Energetic Bear erlaubt es dem Hacker, den Energieverbrauch in Echtzeit zu steuern oder die technischen Strukturen der Unternehmen wie Windturbinen oder Gaspipelines zu beeinflussen. Und die Nummer 3. Im Juli 2011 mussten Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Zoll zugeben, dass Hacker es in ihr Fahndungssystem PATRIS geschafft hatten, das die Behörden zur Überwachung potenzieller Straftäter nutzen. Nachdem die Hacker der No-Name Crew sich Zugang verschafft hatten, blieb dem BKA und Co. keine andere Wahl, als die Server, über die das Fahndungssystem läuft, zeitweise abzuschalten. Und die Nummer 2. Der I Love You Virus. Unmittelbar nach der Millenniumswende flutete ein Virus aus Südostasien die digitale Welt. Ein Virus mit dem Namen I Love You versendete sich von alleine, indem er auf sämtliche gespeicherten Kontakte eines Mailpostfaches zurückgriff. Die unfassbar große Menge an Nachrichten überlastete weltweit die Server, sodass der gesamte E-Mail-Verkehr zeitweise zum Erliegen kam. Eine
zweite Version des Virus zerstörte dann sogar Dateien auf dem Rechner. Wer genau hinter diesem Virus steckt, ist bis heute nicht ganz geklärt. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Einige von euch können sich sicherlich noch an den Hackangriff auf Sony erinnern, der sich im Jahre 2011 ereignete. Die Hacker stahlen die Daten von rund 75 Millionen Nutzern des PlayStation-Netzwerks. Dadurch hatten sie nicht nur Zugriff auf Mail- und Postadressen, sondern konnten zeitgleich auch auf die Kreditkartenangaben der PlayStation-Nutzer zugreifen. Sony reagierte schnell mit der Abschaltung des gesamten Netzwerks. Einen ganzen Monat blieb es offline. Eine offizielle Angabe, wie hoch der Schaden genau ist, gibt es nicht. Sony vermutete damals den Hacker GeoHot, der es unter anderem schon geschafft hat, Apples iPhone zu knacken. Sie einigten sich anschließend außergerichtlich. Der Verdacht besteht außerdem, dass der Hacker GeoHot nun für die Sicherheit Sonys sorgt. Jetzt könnt ihr euch noch 6 dumme Apps, die es so wirklich gibt, anschauen. Dazu einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao!